Liebe Freundinnen und Freunde, die Worte des ukrainischen Dichters Sergei Jadan, der aus Charkiw und der immer noch in Charkiw ist, sie lassen mich einfach nicht los. Ich zitiere: Was ändert der Krieg? Der Krieg ändert das Vokabular. Er reaktiviert Wörter, die man bis dato nur aus historischen Romanen kannte. Vielleicht, weil Krieg immer auch die Geschichte reaktiviert. Man kann sie sehen, schmecken, riechen. Meist riecht sie verbrannt. Zitat. Mit dem Angriffskrieg des Putin-Regimes sind wir in Europa in eine neue Epoche eingetreten. Die mittlerweile lupenreine Diktatur in Russland hat die Selbstbestimmung und das Existenzrecht eines seiner Nachbarn schlicht für ungültig erklärt. Gelten soll in Europa jetzt wieder eine Logik von vermeintlichen Einflusssphären, vom Recht des Stärkeren, das mit rohester, mit entgrenzter militärischer Gewalt durchgesetzt werden soll. Nicht gelten sollen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Pluralismus. Putin und seine Clique überziehen die Ukraine mit verbrecherischem Terror. Sie töten, sie verletzen, sie vergewaltigen. Sie begehen Kriegsverbrechen an Zivilisten, sie nehmen den Menschen ihr Zuhause, treiben sie auf die Flucht. Vernichtet werden sollen die Kultur und die kulturelle Identität der Ukraine. Auch ihre Kulturschätze und ihr kulturelles Erbe werden zerstört und bedroht. Und dazu bin ich im intensiven Austausch mit meinem Kollegen Alexander Tkachenko, dem ukrainischen Kulturminister, und versuche dort zu helfen, wo wir helfen können, mit Museumskooperation, mit Netzwerk Kulturgutschutz, mit Wiederaufbau vom Fußballstadion zusammen mit dem BVB. Ihr Lieben, Frieden hat und war immer ein Leitmotiv für uns Grüne, von Anfang an. Wir sind für Abrüstung und gegen Aufrüstungs- und Eskalisierungsspiralen auf die Straße gegangen. Seit Jahrzehnten setzen wir uns dafür ein, Europa als Raum des Friedens, der Freiheit und der Demokratie weiter zusammenzuführen, zu stärken, ein eng verbundenes, ein handlungsfähigeres Europa zu bekommen. Angesichts des verbrecherischen Angriffs auf die Ukraine, auf die Menschen in der Ukraine, die doch auch für unsere europäischen Werte verteidigen, ist es jetzt notwendig, absolut notwendig, der Ukraine zu helfen und sie zu unterstützen. Unterstützen auch mit Waffen, auch mit schweren Waffen, damit sie ihr Recht auf Verteidigung wahrnehmen können. Wir stehen in Verantwortung und wir übernehmen diese Verantwortung. Das ist aber doch keine leichte Entscheidung für uns Grüne. Das sind Entscheidungen, mit denen wir ringen, die uns auch in Situationen der Zerrissenheit bringen, wo wir uns unentwegt fragen müssen, was ist jetzt richtig und was ist angemessen und was ist nicht angemessen und welche Folgen diese Entscheidungen haben können. Dieses Ringen haben wir oft stellvertretend für die ganze Gesellschaft vorgenommen, wie zum Einsatz im Kosovo, wie zum Einsatz in Afghanistan. Dieses Ringen, es war sichtbar, es war hörbar, es war spürbar.